Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Konrad-Kalender 2015 Part Event Tag. Wir haben heute den zweiten Tag und ja, wir machen es kurz. Wir lesen ganz kurz, was steht, und dann öffnen wir das zweite Türchen. Das zweite Türchen verbirgt einen Batterieclip für die 9-Volt-Batterie. Ach verdammt, jetzt brauchen wir es gar nicht mehr öffnen. Na gut. Bauen Sie den Versuch vom ersten Tag noch einmal, aber etwas anders auf. Verwenden Sie den Batterieclip und beachten Sie, dass der schwarze Anschlussdraht der Minuspol und der rote der Pluspol ist. Vermeiden Sie sorgfältig einen Kurzschluss, also keine direkte Berührung des roten Kabels mit dem schwarzen. Es erfordert etwas Geschick, beide Kontaktstellen gleichzeitig zusammenzuhalten. Sie können die LED nach Belieben ein- und ausschalten. Halten Sie einmal den Kathodenanschluss der LED direkt an den schwarzen Draht der Batterie und berühren Sie gleichzeitig den roten Draht und der Anodenanschluss mit dem Finger. Die LED wird sehr schwach leuchten. Für den Versuch sollten Sie den Raum weitestgehend verdunkeln und sich an das schwache Licht gewöhnen. Dann sehen Sie es ganz deutlich. Die Berührung mit dem Finger lässt einen kleinen Strom fließen, der die LED zum Leuchten bringt. Okay. Im Schaltbild sieht man eine Unterbrechung des Stromkreises. Hier, das ist immer das Schaltbild. Das ist in dem Fall der Finger, nehme ich mal an, die mit dem Finger überbrückt werden soll. Der Finger funktioniert wie ein Widerstand, aber dieser Widerstand ist etwa 1000-mal größer als der eingebaute Widerstand in der LED. Entsprechend wird das LED-Licht etwa 1000-mal schwächer. Die Helligkeit hängt von der Hautfeuchtigkeit und dem Druck auf die Metallkontakte ab. Wenn Sie den Finger etwas anfeuchten, wird die LED heller. Der Versuch zeigt, wie ein einfacher Berührungssensor aufgebaut ist. Später im Kalender wird das Prinzip noch einmal aufgegriffen und verbessert. Na gut, okay, warum auch nicht? Ich habe jetzt extra schon das hier hingelegt, weil ich dachte, das ist ein Seitenschneider, ein Gerät, mit dem man Kabel schneiden kann. Weil ich dachte, wir kämen jetzt Draht. Aber nein, natürlich bekommen wir den Batterieclip. Das war auch beim letzten Mal so. Insofern war ich jetzt etwas voreilig. So, die 2 ist kaum zu übersehen in der Mitte. Vermutlich, weil sie eine der größten Komponenten darstellt. Hier am 2. Dezember. Und da ist der Batterieclip. Oder tada, dann klingt es wie ein Trick. So. Ja, wie schon erwähnt, hat der Batterieclip ein rotes und ein schwarzes Kabel und eine Tücke. Aufgrund der Tatsache, dass er jetzt so lange da drinnen lag, rollt es sich freiwillig ein. Und die Tücke ist das, was die Leute dort in dem Kalenderhandbuch schon geschrieben haben, dass die Kontakte sich berühren könnten. Damit mache ich ziemlich schnell die Batterie kaputt, deswegen sollte man das unbedingt vermeiden. Der Batterieclip passt perfekt hierauf und sorgt dafür, unabhängig davon, was jetzt hier steht, dass halt hier immer Plus ist auf Rot und auf Schwarz immer Grund oder Minus. So, das wird jetzt aber hakelig, denn jetzt soll ich die LED, wir erinnern uns daran, man kann sie fühlen, was Minus ist, nämlich hier, weil es abgeflacht ist, man kann sehen, dass der Kelch größer ist bei Minus und man kann sehen, dass das Bein kürzer ist bei dem Minuspol. Ich soll die positive Seite hier ranhalten und die negative, wir können es ja erstmal testen, so, ihr seht, das Licht geht an, gar kein Ding. Und jetzt soll ich, wie mache ich denn das jetzt am cleversten? Ich soll jetzt quasi über meine Haut Strom leiten lassen. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, dass ich ja dadurch, dass ich es festhalte, auch schon Strom leiten lasse. Ich mache hier mal einen Cut. So, wir haben hier ein Entwicklungsboard, würde ich das mal nennen. Ja, habe ich jetzt einfach mal hier. Ist natürlich nicht im Kalender gewesen. Nicht, dass ihr euch wundert. Und wir nehmen den positiven Pol hier ran. Ja.
sodass ich ihn nicht berühren muss, weil es gibt halt einen Kurzschluss, wenn ich beide Pole berühren muss. Das ist die Tücke da dran. Jetzt schließe ich hier das positive Bein an, logischerweise. Lasse das negative hier offen. Wir können es ja nochmal kurz gucken. Da seht ihr, geht an, geht aus, geht an. Jetzt kommt der nächste Cut. Ich mache jetzt das Licht etwas dunkler. Und dann schauen wir mal weiter. So, nicht schön, aber anders. Und vor allen Dingen gemütlicher. Hier nochmal, wenn ich es normal gegenhalte, ohne meinen Finger zu benutzen. Und jetzt benutze ich meinen Finger als leitende Komponente. Und ihr seht, ja, das stimmt, der Finger kann leiten. Gut, das Experiment ist damit für mich geglückt, sage ich mal. Also, um es nochmal zu verdeutlichen, ich halte den Draht, mit diesen beiden Fingern drücke ich den Draht gegen meinen Finger, so hier. Und mit der Spitze meines Fingers gehe ich an das Bein von der LED. Und ihr seht, das geht. Wunderbar. Mit diesem etwas dunklen Bild verabschiede ich mich in diesem Part und wir sehen uns wieder am Tag 3 vom Konrad Adventskalender 2015. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dann, ciao, ciao, euer El Nevis LP.